Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich heute mit euch über 5 Dinge sprechen, die beim heutigen Gaming so richtig geil sind. Aber um 5 Dinge, die wir beim Gaming richtig geil finden, geht's heute gar nicht. Sondern es geht um 5 Dinge, die wir beim Gaming richtig geil finden sollten. Ich bin ja schon so ein bisschen ältere Generation. Und bei den Anfängen des Gaming gab es Probleme, die könnt ihr Grafik- und Steam-Sale-verwöhnten Fortnite-Kiddies euch überhaupt nicht vorstellen. Nur Spaß, ich zock selber Fortnite. Aber es ist eine Tatsache, dass es früher beim Gaming, sei es Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 1, Probleme gibt, die viele von euch vielleicht noch gar nicht kennen. Sicher sind viele meiner Zuschauer Generation PlayStation 3 und wissen gar nicht, was für Probleme wir bei den Anfängen des Gaming eigentlich hatten. Auf diese Probleme will ich in diesem Video mal eingehen, damit ihr eigentlich seht, wie gut ihr es mittlerweile habt. Es wird auch noch ein zweites Video kommen, in dem wird es darum gehen, was denn früher alles besser war als heute beim Gaming. Falls ihr das Video nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit meinem Platz 5. Auf Platz Nummer 5 ist das Zielen, was heutzutage völlig selbstverständlich ist bei Shootern wie Call of Duty, Fortnite, Counter-Strike, ist das Zielen mit einem Analogstick. Sicherlich wissen auch die jüngeren Zuschauer, dass es früher keinen Analogstick gab, aber selbst als die ersten Controller mit Analogstick rauskamen, konnte man dennoch nicht damit zielen. In Spielen wie GoldenEye hatte man zum Beispiel nur einen Analogstick zur Verfügung und der war zum Laufen da. Wenn man zielen wollte, musste man stehen bleiben, musste die rechte Schultertaste drücken und dann konnte man mit dem Analogstick erst zielen. Noch schlimmer war es natürlich zu Zeiten, als es noch gar keinen Analogstick gab, wie zum Beispiel bei Doom oder Quake. Da ist man einfach hier straight durch die Level gerannt und hat halt dann geschossen, wenn der Gegner vor einem stand. War damals kein Problem, weil man es nicht anders kannte, aber heutzutage wäre das wirklich unvorstellbar. Irgendwann kamen die Analogsticks, damit kam dann auch das Zielen. Was es aber anfangs immer noch nicht gab, war Kimmel und Korn oder Anvisieren. Man hat da wirklich rein über das Fadenkreuz geschossen. Wie gesagt, wir haben es damals nicht anders gekannt, deswegen war es auch nicht so dramatisch, aber dennoch ist es mein Platz 5. Auf Platz 4 haben wir die Informationsbeschaffung. Heute, wenn ein Spiel rauskommt, dann kriegen wir schon 2 Jahre im Voraus einen Trailer rausgeballert, irgendwann kommt ein Cinematic-Trailer, irgendwann kommt dann ein völlig gefakter Ingame-Trailer, der mit dem fertigen Spiel überhaupt nichts zu tun hat. Dann wird das Spiel auf der E3 vorgestellt, dann wird das Spiel auf der Gamescom vorgestellt, dann kommen die ersten YouTube-Trailer, Videos, Leaks, dann kommen Alpha-Versionen, Beta-Versionen und irgendwann kommt dann mal das fertige Spiel. Das war früher völlig anders, Leute. Klar hatten wir Internet, aber das war so kackenlangsam, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Sowas wie, dass ich auf YouTube gehe, den Game-Titel eingebe, mir dann Trailer, Ingame-Trailer, Walkthroughs, Let's Plays etc. anschaue, das gab's nicht. Wir haben uns Zeitschriften geholt, wie zum Beispiel die Endzone, die Maniac, da haben wir dann ein bisschen was über das Spiel gelesen. Aber der Hauptteil unserer Informationsbeschaffung war wirklich ins Geschäft gehen und die Verpackung anschauen. Bei uns gab es damals zum Beispiel den Gamezone, bei uns ist gut, wir mussten da mit der Trambahn ewig hinfahren, aber da waren wir gefühlt in der Woche 4-mal und standen einfach 2-3 Stunden im Laden, haben die verschiedenen Verpackungen rausgeholt, haben uns den Plattentext auf der Rückseite durchgelesen, haben uns die Bilder angeschaut. Die Bilder auf der Rückseite von der Spieleverpackung, die haben uns gesagt, ob wir das Game kaufen oder nicht. Das Highlight war dann natürlich, wenn in den Geschäften noch zu PlayStation standen, wo man ein Spiel Probe spielen konnte. Dann hat sich oft ein Kumpel ein neues Spiel geholt. Du bist dann hingefahren, hast dir das Game bei dem Kumpel angeschaut. Wenn das dann cool war, hast du es dir auch geholt. Aber ja, das ist etwas, was heutzutage einfach viel einfacher ist. Man kann sich über jedes Spiel so ausgiebig informieren. Es gibt Testberichte und alles. Man kann sich Ingame-Videos anschauen. Man kann sich Let's Plays anschauen oder Livestreams, bevor man sich ein Spiel kauft. Früher hat man sich echt oft Spiele gekauft für viel Geld, was man als kleines Kind halt eben nicht genug hatte. Und war dann herbe enttäuscht, wenn das Spiel nicht gut war. Dennoch war es auch immer echt lustig, im GameZone zu stehen und sich Spiele durchzuschauen und dann vielleicht mal wieder irgendeinen Schatz zu finden. Es gab natürlich auch damals schon Serien wie Resident Evil, Need for Speed, Zelda. Wenn da ein neuer Teil rauskam, dann wusste man, worauf man sich einlässt und da hat man sich auch riesig drauf gefreut auf das Spiel. Also es hatte schon Charme, es hat auch Spaß gemacht, in die Läden zu gehen, sich die Plattentexte durchzulesen, mit Freunden zusammen absprechen, was holt man sich als nächstes. Aber dennoch ist es heutzutage halt um einiges einfacher und das sollten wir zu schätzen wissen und deshalb ist das mein Platz 4. Auf Platz Nummer 3 haben wir etwas, was viele von euch vielleicht gar nicht kennen, und zwar Lösungsbücher. Ich bin ein Verfechter der Meinung, dass die Spiele heutzutage um Welten leichter sind als damals. Vielleicht liegt es daran, dass ich halt einfach ein bisschen besserer Gamer geworden bin, aber mir kommt es so vor, als wären Spiele früher ohne Lösungsbuch eigentlich gar nicht
durchspielbar gewesen. Final Fantasy zum Beispiel, Final Fantasy 7, du konntest unmöglich alles in diesem Spiel erreichen, dir jede Bestie holen, jeden Ort sehen, wenn du kein Lösungsbuch hattest. Und Leute, das Ding hieß nicht nur Lösungsbuch, das war ein Buch, das war so ein Schinken. Und diesen Schinken gab es für viele Spiele, zum Beispiel Tomb Raider auch. Resident Evil. Auch in Resident Evil gab es Tricks und Geheimnisse, auf die man so eigentlich nicht kommen konnte. Heute schaut man halt im Internet nach, wenn man nicht weiterkommt, und man schaut sich ein Let's Play an. Die Möglichkeit hatten wir damals nicht, wir mussten uns Lösungsbücher holen. Die waren arschteuer, die Dinger. Oft war es ja auch so, dass man sich ein Spiel von einem Kumpel ausgeliehen hat, nachdem er es durch hatte, und der hat dir dann gleich das Lösungsbuch mit ausgeliehen. Ich habe vor kurzem Saturn Lösungsbücher gesehen, es gibt sie heute noch, aber ganz ehrlich, wer kauft die noch? Wie gesagt, damals kamen mir die Spiele schwerer vor, man wurde einfach mehr allein gelassen. Da stand nicht, geh jetzt nach links, geh jetzt nach rechts, red jetzt mit dem, drück jetzt A, duck dich jetzt. Du musstest einfach alles selber rausfinden. Nicht falsch verstehen, Leute, es gibt auch heutzutage noch Spiele wie Dark Souls, die einen so richtig hernehmen. Aber wenn man so auf die komplette Spielindustrie schaut, finde ich persönlich, dass die Spiele damals etwas schwerer waren. Ich denke zum Beispiel an Super Mario 64. Ohne Freunde, wo man sich in der Schule drüber unterhalten hätte, wo es hier und da noch Geheimnisse gibt, hätte man niemals 120 Sterne in dem Spiel kriegen können. Ja, Lösungsbücher waren toll. Ich habe auch noch ein paar. Man hat die damals auch mehr oder weniger so ein bisschen gesammelt. War eine tolle Sache. Heutzutage ist es aber halt einfacher, ein Spiel durchzuspielen, weil selbst wenn man nicht weiterkommt, kann man sich halt wirklich überall kostenlos Informationen holen. Und deshalb ist das mein Platz 3. Auf Platz 2 haben wir etwas, oh mein Gott, Leute, was ich da geflucht habe, Speicherorte. Heutzutage, du hast Cloud-Speichern, Autospeichern. Wer spielt ein Spiel und klickt noch selbstständig auf Spiel speichern? Die Spiele sind einfach gespeichert. Das war damals nicht selbstverständlich. Bei Spielen wie Tomb Raider oder Final Fantasy musstest du Speicherorte finden. In Tomb Raider waren es zum Beispiel Speicherkristalle. Die waren irgendwo im Level versteckt, stellenweise echt an blöden Dingern. Dann hast du mal wieder irgendwas Tolles erreicht, musstest dann aber zu dem Speicherkristall, auf dem Weg zum Speicherkristall bist du gestorben. Resident Evil ist da auch ein gutes Beispiel, da musste man also Schreibmaschinen speichern. Leute, das war richtig, richtig Arbeit. Und nicht nur, dass du Speicherorte finden musstest, sondern den Speicher allgemein. Wisst ihr eigentlich, wie viel Speicher die Memory Card von der PlayStation 1 hatte? 8 MB. Wisst ihr, wie viel Speicher ein Foto braucht, das ihr mit eurem iPhone macht? 5 MB. Ihr könntet auf einer PlayStation 1 Memory Card nicht einmal 2 iPhone-Fotos speichern. Das bedeutet, diese Memory Card war nonstop voll. Und trenn dich mal von dem Speicherstand von irgendeinem anderen Spiel. Leute, da trägt man ein Kindheitstrauma davon. Klar, man hatte meistens 2, 3, 4 Memory Cards, irgendwann kamen auch größere. Völlig egal, die Dinger waren ständig voll. Dazu kommt dann eben noch kein Autospeichern, dazu kommt dann noch Speicherkristalle, Speicherschreibmaschinen, Speicherorte. Das alles war echt kompliziert, ist heute um einiges einfacher und deshalb ist es mein Platz 2. Und auf Platz 1 ist natürlich der allerwichtigste Punkt, Multiplayer. Es ist heute so selbstverständlich, dass man Call of Duty Warzone startet, Discord aufmacht, seine Kumpel anruft und einfach eine Runde zockt. Mein erstes Spiel, was ich so richtig als Online-Shooter auf einer Konsole gespielt habe, war Modern Warfare 1. Ich habe davor mal Counter-Strike online gespielt, aber Leute, das war richtig Arbeit. Da musstest du dann Server suchen, dann bist du da nicht reingekommen, dann bist du wieder rausgeflogen, dann war der Passwort geschützt. Habe ich nicht lang gemacht, habe mich damit nicht lang beschäftigt. Habe einfach nie online gespielt. Was wir dafür hatten, und das habt ihr wahrscheinlich nicht, LAN-Partys. LAN-Partys waren mega geil. Du hattest damals schon so einen Tower-PC, der 80 Kilo gewogen hat. Den hast du dann ins Auto rein verfrachtet mit deinem riesen Röhrenmonitor, der auch noch mal 70 Kilo gewogen hat. Bist halt dann zu der LAN-Party gefahren, hast den ganzen Bums aufgebaut, LAN-Kabel rein an dem Hub verbunden, über IP-Adressen alles abgeklärt und dann konntest du Unreal Tournament spielen. Mit 10 Leuten. Gottes Himmels Willen, aber die LAN-Partys waren halt auch einfach geil. Wir hatten LAN-Partys, die haben am Freitag angefangen und am Sonntagnacht wieder aufgehört. Kein Schlaf, kein gar nichts, wirklich nur durchgehend zocken. Davor gab es dann natürlich Splitscreen. Hey, es gibt Leute da draußen, die beschweren sich, dass ihr 55 Zoll Fernseher zu klein ist. Wenn ihr mal mit 3 Kollegen zusammen auf so einem Röhrenfernseher im 4er Splitscreen GoldenEye gespielt habt, dann wisst ihr, was ein kleiner Bildschirm ist. Da ist euer Handybildschirm noch größer. Noch dazu konnten wir da nicht zielen und speichern. Die Nintendo 64 war der Vorreiter. Das war die erste Konsole, wo man dann 4 Controller einstecken konnte. Beim Super Nintendo gab es irgendwie so einen Adapter. Da konnte man dann auch zu 4 spielen. Habe ich leider nicht gehabt. War arschteuer, das Ding. Nintendo 64 habe ich aber gehabt. Aber was war da arschteuer? Die Controller. Du hattest dann Freunde, die hatten auch einen Nintendo 64.
N64 und wenn die dann vorbeigekommen sind, haben sie ihre Controller mitgenommen und dann ging Mario Kart Party steil, Leute. Und wisst ihr, was einer der traurigsten Momente unserer Kindheit ist? Wenn dein Kumpel zur Übernachtung kommt, packt seinen Schlafrucksack aus und merkt, dass er seinen Nintendo 64 Controller vergessen hat. Und dann kannst du nicht mehr nach Hause und dann hast du abwechselnd gespielt. Ja, wenn du tot bist, dann jetzt. Bist du tot? Ja, komm, mach mal dreimal sterben. Oh mein Gott, Leute, das war eine Action. War aber halt auch irgendwie cool. Alle fünf Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, die hatten auch ihren Charme. Man ist damit aufgewachsen. Man hat es sehr geschätzt damals und sind tolle Erinnerungen. Dennoch, heute ist es alles einfacher. Ja, bei Warzone gehst du aufs Spiel suchen und sofort bist du in der Lobby mit 150 Leuten. Ist einfacher, sollte man zu schätzen wissen und deshalb ist es mein Platz 1. Und euch würde ich darum bitten, unten in die Kommentare mal reinzuballern, seit wann ihr Gamer seid. Welche war eure erste Konsole? Was fandet ihr an der schlecht und was ist heute besser? Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist ein Zweiteiler. Im nächsten Video wird es darum gehen, was früher alles besser war. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns zum nächsten Video.